With offices in over 40 countries, the Belco Corporation trains its employees to face all the challenges. So, nachdem ich jetzt alles kontrolliert habe, dynamic business landscape provides. We not only bring the world together, we bring our people together too. Es vibriert, wenn man wo ist. We want our employees to think of themselves as family and to think of their jobs as their mission. Being paid well is a part of the reward of being part. Aber aus diesem Büro muss ich entkommen. Es ist ein VR-Escape Room-Spiel. Du hast eine Viertelstunde Zeit. Ich bin sehr gespannt. Und wie hat man sich jetzt nochmal teleportiert? Achso, genau. So. Ich war ja schon mal wegen die Keykarten. So. Naja. Und das Ding vibriert immer wieder. So, ich brauche jetzt noch Gelb. Gelb, wo war die Gelb? Gelb, Gelb. Good morning, Belco employees. Please give me your full attention. You have exactly 15 minutes to escape whatever room you currently reside. Kacke. To do so, you must solve the puzzles that have been placed before you in your office. If you fail to complete these tasks, you will die. Begin. So. That's not funny. I'm calling Susan and filing a complaint. So, aber jetzt beginnt's ja. Yep. So eine Batterie. So, jetzt habe ich jetzt mal wieder den Licht. Ich muss aber das Headset noch enger stellen. Ja, man hört es. Vibration ist hier ganz kurz geschrieben. So. Okay, Keycode, also. Ich muss erst grün. So wie es ausschaut. Grün. Dann blau. Dann rot. Und das. Ja, gut. Ah, da habe ich schon. Hey, I see you. You're on a monitor in my room. That took you forever. What were you doing in there? Can you see me? This is fucking insane. We have to hurry. Safe Clue 1 auf 2. Okay. So was wie ein Puzzle, ein Hinweis. So, ja gut. Glaube ich nichts weiter damit machen. Also ich werde wahrscheinlich sterben. So viel ist schon mal klar, oder? Decker. Ah! Heilspende! Ist abgefahren, cool. Okay, kann ich nichts weiter machen. Ah, die weigert auch, willst du sagen, hä? Gut, okay. Sollen wir da drin fressen? Ah, nichts weiter. Nein. Nein.
Okay, the timer is terrifying me. We only have 12 minutes left. Nein, auch nicht. Gut, ja. Da. Das ist tätig, da einen Würfel einsetzen müssen. Okay. Oh, Hinweise? Don't trust him. Ich traue sowieso keinen, also. Okay, Schlüssel bräuchte ich. Ich glaube, ich habe was gesehen. Das geht zu Ende. Das ist hilfreich, ist irgendwo drin. Wirklich, ne? Minutes remaining. I repeat, 10 minutes remaining. Okay. Dann, ich versuche. Komplett abgetaucht. Noch. Aber es irritiert mich halt. Ich hätte hier einen Golfschläger nehmen müssen. Jetzt brauche ich den Schraubenzieher, ne? Das ist auch wieder so eine Sache. Ja, so offensichtlich. You have 9 minutes remaining. Bild? Was? Radiere? Fast. Ich explodiere gleich. Also, Okay, there's 8 minutes, friend. We've got this. You have 8 minutes remaining. Du musst keine Hinweise, ne? Das ist das Blöde. Ich
Da war er als erste drin. You have 7 minutes remaining. Das ist eine gute Frage, ne? Wo ist da der zweite Teil von dem Puzzlezeug? You have 6 minutes remaining. Ist das Schimmel oder ist das Absicht? Ich finde auch nichts, weil es ja halt so offensichtlich ist, dass man sowas aufbauen kann. Ah. In der Wand drin, was ist das hier? Das muss. Okay, oder? Draußen wäre ich. Okay, man kann schon mit. Das ist schon mal gut. Kann ich mal gucken. Irgendwas noch drin ist. So. Holy shit, this is not good. This is totally fucked. You have 4 minutes remaining. Wird. Willst du mal hier schauen? Hier irgendwas drin ist, aber ist du dort was denn? Was war denn da? Also mit Schummeln kommt man nicht weiter. Genau. Sehe nichts weiter. Also ich habe jetzt mal ein wenig abgegrast. Weiter gefunden. Für den zweiten Durchlauf auf jeden Fall. Hier kannst du ja durchschauen. Hier ist eigentlich nichts weiter drin. Wenn man da vorne weiterhelfen könnte. Ja, ich auch nicht. Ist da erst noch so drin. Das ist ein wenig frustrierend. Länger.
have 2 minutes remaining. Humpies. Wir müssen das mit der Waage jetzt tun. Ja, was? Was es mit der Waage zu tun hat. Warte mal, die Waage läuft hier rein. Sehe ich das gerade richtig? Ja, die Waage. Ich drin, aber jetzt schon lange, aber es ist interessant. Aber ich denke, das funktioniert mir dann da drüben dann. Also mal die letzte Minute hier anschauen. Okay, ich brauche Schlüssel. Drei weiß ich jetzt, wo ich herkriege. Dann das öffnet dann quasi das hier. Die Waage läuft irgendwie zusammen. Und der. Ich drehe schon mal irgendwie die Lautstärke zu mir zurück. 2 hours. We want 30 of you dead. Ach, das ist auch ein Film. If you are not dead, we will end 60 of your lives ourselves. We are not going to entertain the option of killing people. My wife and kids need me. Huh? At the end of the day, people are out for themselves. The Belko Experiment, rated R, in theaters March 17th. Ah, okay. Also ich bin gescheitert, kläglich. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt von diesem Format, einfach Bescheid sagen, würde ich sagen. Also, es ist ganz interessant. Belko Fauer, kann ich nur empfehlen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Das war jetzt 15 Minuten mal. 15 Minuten Stress, Rätseln und am Ende nichts rausgefunden. Yay! So macht man es richtig, oder? So machen wir es richtig. Also, bis zum nächsten Mal, euer Sephiroth.